Am Eis ist der tschechoslowakische Meister Ondrej Nepela, der dritte der Europameisterschaften. Hier in Genf liegt er auf Platz 6 nach der Pflicht. Doppelter Lutz. Vielleicht können Sie sich noch erinnern an den kleinen Nepela vor 4 Jahren in Innsbruck bei den Olympischen Spielen. Damals war er der jüngste Olympiateilnehmer. Er wurde damals auch nur 22. von 24 Startern. Das hat sich natürlich grundlegend geändert. Er wurde jetzt in Grenoble bereits 8. und wie gesagt Bronzemedaille bei der Europameisterschaft. Doppelsalchow. Doppelachsel. Ein sehr schönes Türprogramm von Ondrej Nepela. Fehlerlos, möchte ich sagen. Allerdings nicht so mitreißend wie in Westeros. Allerdings in Westeros hat sich der kleine Tschechoslowake fast selbst übertroffen und wir waren alle sehr erstaunt über seine grandiose Leistung, nicht nur technisch, sondern auch im Vortrag und in der Ausführung. Diese wirklich großartige Leistung konnte er heute nicht wiederholen. Er war ein bisschen müde, aber das sind eben diese Erscheinungen, die immer wieder hier heute auftreten und die fast bei jedem Läufer zu sehen sind. Er braucht aber keinesfalls so ernst reinschauen, denn es ist ja alles geglückt. Für den Inhalt 5,6, 5,6, 5,7, 5,7, 5,7. Ja? Ja? Gut. Ja? Gut. Ja. Ja.